Ich beschäftige mich mal eine Minute mit einem Snickers. Ich bin kurz pinkeln, gleich wieder da. Warte hier, hier auf mich, Johnny. Ja, da. Was? Wo sind wir denn? Ist sie im Shop? Kauft sie noch was ein? Gib mir Geld. Ich hab grad geheiratet. Siehst du doch. Was? Schön in die Tüte. Ich esse noch meinen Snickers. Dann richte ich meine Aufmerksamkeit mehr auf dich und du bist gar nicht mehr. Und du räumst einen Shop aus? Na klar, ich brauch Getter, hab ich doch gesagt. Sie ist komplett irre. Ich hab doch gesagt, ich brauch Geld. Wer werden verfolgt? Irgendwo in dem schwarzen Auto da hinter uns. Okay. Der wird langsam. Oh, der verfolgt uns wirklich. Abhauen! Da passen wir niemals durch. Oh. Oh, Sackgasse. Scheiße. Fuck! Oh. Mit wem hast du schon wieder Schritt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind hier im Halteverbot. Oh, Polizei. Die Person hat uns gerade mit einem. In der Waffe bedroht. Fahr einfach. Charlie, steckst du in Schwierigkeiten? Du steckst doch in Schwierigkeiten. Kann es sein, dass das die Typen von vorhin waren? Guten Abend. Hallo. Ich hätte gesagt, was passiert ist, aber das Fahrzeug verlassen würden. Ja, will ich. Charlie, das ist... Hey, wir haben besprochen, dass ich jetzt als dein Ehemann dafür sorge, dass du auf mich hörst. Und wer sie schlägt? Komm jetzt auf die Straßenseite, sofort. Du sollst nicht so mit mir reden, Johnny. Jetzt geh auf den Bürgersteig. Ich bin hier der Alpha. Johnny, komm her. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Können Sie uns einmal erklären, was hier gerade vorgefallen ist? Wir haben uns verfolgt gefühlt und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ein cooles Manöver hinzulegen und dann sind wir in die Gasse gefahren und dann wurden wir eingekesselt und dann waren Sie da. Und dann sind wir abgehauen. Dann haben wir gerade versucht, uns in so einer Gasse zu küssen, das ging aber nicht, weil ich mit meinem Dirty Talk ein bisschen zu weit gegangen bin. Dann sind wir zurück und jetzt sind wir hier. Kannst du das bitte nicht vor den Officern sagen? Ich weiß nicht. Das ist unangenehm. Entschuldigung. Aber wenn wir gerade voll im Modus sind und ich Sie einen Tiger nenne und Sie mich ihr kleines süßes Hühneräuglein und ich dann Sie eine von oder Johnny. Mit Geschlechtskrankheiten versiffte Prostituierte nenne, geht das zu weit? Johnny. Was denn? Hör auf jetzt. Führen Sie eine Rohrzange mit sich? Ja, ich bin ja Mechanikerin. Haben Sie die Rohrzange gegenüber anderen Personen erhoben? Nee. Laser, führen Sie eine Rohrzange mit sich? Ich habe einen Baseballschläger. Baseballschläger schon mal gegen andere Personen erhoben? Nicht gegen Ihre Frau, will ich nicht wissen. Nein, gegen Fahrzeuge. Hey, vorhin erst. Das Sekunde. War witzig. Hört Sie, kommen Sie. Herr Laser, hätten wir noch eine Frage. Was sollen denn die Quietzes die Kollegen zu Wein bringen? Ich wusste nicht, dass der Herr so nah am Wasser gebaut ist. Sie können jetzt Ihr Tablet in die Hand nehmen und den Quiet löschen. Und zwar sofort. Oh, stimmt. Das hab ich auch noch gemacht. Oh, haben Sie das gelesen? Hey, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen. Oh nein. Oh, und das war nicht cool so. Und es tut mir leid. Jolly. Eine Laserchaya? Ruhe. Entschuldigt sich nicht. Schweigefuchs jetzt. Der Herr, können Sie die Entschuldigung annehmen? Entschuldigung angenommen. Gute Fahrt, Frau Laser, und nehmen Sie den mal an die kürzere Leine, ja? Oh nein. Nein! Ich könnte noch wegrennen. Nur nach links, nicht nach rechts. Oh, okay. Guten Tag. Oh, da ist eine Mauer. Ich nehme doch die andere. Herr Laser, bleiben Sie einfach stehen. Herr Laser, bleiben Sie stehen. Nehmen Sie doch sie, die hat ein Kleid an, die ist langsamer. Ja, und der Laser ist schneller als Sie. Und ein Laser tut echt... Ich kann ausweichen. Ich bin Ninja-Meister. Nicht so ein guter Ninja-Meister, wie ich sie... Wo sind die komischen Ingram? Die ist rechts rum weg. Die Gassenhalle, weil sie eine rote Ampel mitgenommen haben. Was soll ich machen? Es tut mir leid. Sie haben nur drauf gewartet. Meine Frau ist hier nicht. Die ist bestimmt irgendwo anders. Da ist sie nicht. Hey, da ist sie nicht. Die ist da wirklich... Oh, da ist die. Oh Gott, yes. Die ist da nicht. Nein! Ja. Um die wird sich gleich gekümmert. Haben Sie den Führerschein? Darf ich den mal sehen? Selbstverständlich. Sie sind immer eine rote Ampel gefahren. Ich habe jetzt einfach mal nicht gesehen, dass Sie weggerannt sind. Und wir lassen das mal so im Raum stehen. Sie kriegen einen Akteneintrag, müssen nicht im Baum, müssen keine Strafe zahlen. Aber beim nächsten Mal gibt's Aua. Sie können weiter. Schönen Abend. Ich nehme viel vor heute mit meiner Frau. Wissen Sie? Johnny, komm her. Such die Beifahrerseite. Hast du das gesehen? Ich weiß nicht. Charlie? Vielleicht hat er uns nicht gesehen. Charlie, gehört. Oh. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Was geht ab? Was geht ab? Hallo. Hi. Kann ich euch helfen? Nö. Alles cool. Wer bist denn du? Was machst du dann an meinem Auto? Moment. Das kann ich erklären. Die Türklinke putzen, ja. Ja, das ist, Bist du auf der Seite fertig? Oh. Das ist, glaube ich, das Signal, dass wir losgehen sollten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Tschüss. Woher wusstest du denn das? Ach du Scheiße. Schnell weiter. Okay, Johnny, du musst mir hier hochhelfen. Alles klar. Oh. Ich suche einen anderen Weg.
Oh. Hey, lass dich nicht aufhalten. Ich hab das Auto geklaut. Oh, da sind ein paar Leute. Hör auf! Jetzt komm schon! Johnny! Fahr einfach! Fahr! Fahr! Nimm deine scheiß Maske ab. Aber plötzlich. Ja, ja. Was soll der Scheiß? Du stehst auf meinen Scheiß. Was machst du hier? Was machst du hier, Johnny? Nimm mal einer an, ey. Ihr seid die Sekten-Heinis, kann das sein? Ey, ihr habt doch letztens du hast doch letztens mit deinem Messer bei meinem Kollegen gestanden, ne? Geh mal rüber zu Wandrotschopf, aber ein bisschen plötzlich. So, jetzt zeigst du mir deinen Ausweis. Das wird nicht gut für euch ausgehen. Die haben mich muss ich jetzt Angst haben oder sowas? So, Johnny Laser, wie kann man nur so einen Scheißname haben? Ich war oben und ich hab einen Flummi verloren. Flummi, auf dem Dach? Ja, willst du mich verarschen? Mit einer Scheißmaske rennst du auf meinem Scheißdach rum? Das nennt sich Ninja-Flummi. Rück mit der Scheißwahrheit. Hey, hey. Okay. Aufpasst, wir versuchen alle klar zu kommen. Okay, wir wollten ein Auto klauen. Auf meinem Scheißhof? Lass dich noch einmal auf meinem Scheißhof flicken und ich jag dir eine Scheißkugel in den Kopf. Und jetzt nimm deine Frau und verpiss dich von hier. Alles klar. Wir können nicht auf das Grundstück fahren. Einfach weg. Wir fahren hier zum Spielplatz oder laufen zu Fuß oder runter zu den Kanälen. Folgst mir einfach. Und los, schneller, Johnny. Ich mach so schnell ich kann. Oh, und jetzt hier gleich runter. Links rum. Hier lang. Oh Gott. Schnell hier lang. Kannst du schwimmen? Wir müssen hier rüber. Oh Gott. Ew. Komm jetzt. Okay, alles klar. Jetzt geh du zuerst. Geh du. Oder ich geh zuerst. Guck mir nicht mal das Kleid. Mach ich nicht. Oh, das ist ganz schön hoch. Oh, pass auf. Oh Gott. Nein, Johnny. Oh Gott. Oh nein, Johnny. Was machen Sie schon wieder? Oh, ich chill ein bisschen. Alles okay bei Ihnen? Chillen ein bisschen. Wie geht's, Johnny? Einfach so. Die ganze Zeit hier schon. Ich glaube, ich habe mir was verstaucht. Warum rennen Sie denn vor uns weg? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht. Und das ist die Wahrheit. Warum sind wir weggerannt? Und warum verfolgen Sie uns? Wie geht's dir? Rufen Sie doch einen Arzt an. Ist schon unterwegs. Ich habe keinen Plan von Erster Hilfe. Jetzt machen Sie doch. Ich bedarf einer Mund-zu-Mund-Beatmung. Hey, Officer, schnell. Nein, das ist alles super. Wir brauchen keine Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn er nur von oben runtergeklatscht ist. Gehen wir erstmal hier aus dem Rüdingens raus, wissen Sie? Ja, das können wir machen. Nicht ganz so schnell. Nicht so schnell! Oh mein Gott! Sie geben das Tempo vor. Okay. Ich würde Sie das Sicherheitshalber ins Krankenhaus nehmen. Ja. Der macht komische Geräusche. Was im Hals. Ich mach das MRT nur von ihrem Knöchel. Hier kriege ich noch einen Knopf, falls irgendwas sein sollte. Alles klar. Bis gleich. Bilder schon fertig, dauert nicht so lange, wenn es nicht den ganzen Körper machen muss. So. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Was wollen Sie zuerst hören? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wie bitte? Gute Nachricht ist, es ist kein Muskelfaserriss. Die schlechte Nachricht ist, Muskelzerrung tut mehr weh als ein Muskelfaserriss. Oh nein, und ich habe eine Muskelzerrung, aber ich habe keinen Krebs im Fußgelenk. Krebs im Fußgelenk? Wie geht das? Weiß ich nicht, sagen Sie es mir. Können Sie das ausschließen? Zu 100%. Schauen Sie mir in die Augen dabei. Sagen Sie es mir. Habe ich Fußgelenkkrebs? Zu 100% kann man das nicht ausschließen, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie sowas nicht haben. Ich vertraue Ihnen. Stelle ich Ihnen eine Rechnung aus, macht einmal $300. Wissen Sie, ich habe gerade erst geheiratet. Meine ganzen Ersparnisse sind für die Hochzeit draufgegangen. Wenn ich jetzt Ihnen noch $300 überweise, dann habe ich diesen ganzen Monat nichts mehr zum Essen. Gut, dann verzichten wir darauf. Hallo, die Dame. Bei ihrem Aussehen könnte meine Ehefrau ja ziemlich eifersüchtig werden. Oh, Johnny. Die beiden Herren wollen noch was von Ihnen. So, haben wir mal kurz ein PD vorbei. Nicht so, als hätten wir was verbrochen, was wir auch nicht haben. Gucken wir jetzt, das wollen wir herausfinden. Guck mal, bitte. Oh, ja. Oh, warte mal, wollen sich unsere beiden Finger berühren? Hey. Ja. Hier spielt die Musik. Guck mal. Okay, und jetzt? Oh, aber das... Das ist ein Riesen... Also ich meine... Fuck, was ist das denn? Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Okay. Ist die Tür? Verschlossen. Ey, Pfeifen! Aufmachen! Benehmen Sie sich. Selbstverständlich. Ich bin auf Krücken. Für 2 Tage haben Sie erstmal Ruhe. Gott sei Dank. Du kannst mich aber immer noch werfen. Okay. Du weißt, wo die Kabine ist, weil ich gehe jetzt in meine Hundehütte. Oh nein. Sag jetzt bloß, wie schlafen getrennt. Oh Gott. Sei denn, du hilfst mir, meine Hunde reinzutragen. Bis morgen. Johnny! Thank you.